jeder Text repräsentiert, was in dir wächst. Alle deine Statements und Fragen am Ende sind Teil deiner Handlung. Sie tragen dein Denken. Denken verknüpft sich mit Identität. Deshalb ist es für Veränderung nie zu spät. Du sagst, du performst, wie du liebst, was du lebst, damit dieser Wille nie wieder geht. Was du äußerst, ist in Verbindung mit Äußerem, mit Welt und Gesellschaft, Tradition und Gebräuchen, mit Wissen und Mächten, Strukturen und Bedeutung. Alles darin ist konstruiert wie Gebäude, denn nichts fällt vom Himmel und ist einfach nur da. Oder noch schlimmer, es sei deshalb wahr. Jede und jeder trägt dazu bei, denn Freiheit geht ihren Weg nicht allein. Klar, die da oben, aber sind doch wir doch nicht, wenn wir oben nicht akzeptieren. Wir schaffen Strukturen, die uns unterstützen, weil alte Normen und Formen und sich nützen. Yeah, mich berührt deine Wut. Null für Thüri, Prison, für Thüre, Danu. No borders, no orders. Wir stehen zusammen, Zeit für Solidarität. Tamam, jedes Wort, jeder Satz und jeder Text repräsentiert, was in dir wächst. Alle deine Statements und Fragen am Ende sind Teil deiner Handlung. Sie tragen dein Denken. Denken verknüpft sich mit Identität. Deshalb ist es für Veränderung nie zu spät. Du sagst, du performst, wie du liebst, was du lebst, damit dieser Wille nie wieder geht. Macht geht nicht nur von oben nach unten. Du hast Macht als Bedrohung empfunden. Hol dir alles zurück, was das System dir nahm. Deine Sprache, deine Kraft, deine Schönheit, deinen Rahmen. Informier dich, wehr dich, erklär dich. Teile deine Skills und dein Wissen ganz ehrlich. Gib, was du hast und nimm, was du brauchst. Besinn dich sehr wild und anders und laut. Großmuskeltanz, übertragener Sinn. Jeder kleine Rückschritt ist gar nicht so schlimm. Sofern du die Zweifel nicht gegen dich richtest, bist du Teil dieses wichtigen Lichtblicks. Yeah. Mich berührt deine Wut. Null für Thüri, Prison, für Thüre, dein Mut. No borders, no orders. Wir stehen zusammen, Zeit für Solidarität. Come on. Jedes Wort, jeder Satz und jeder Text repräsentiert, was in dir wächst. Alle deine Statements und Fragen am Ende sind Teil deiner Handlung. Sie tragen dein Denken. Denken verknüpft sich mit Identität. Deshalb ist es für Veränderung nie zu spät.